dass Sie alle gekommen sind. Ich sieze Sie mal, weil das andere Durchschnitt wahrscheinlich ungefähr in der Altersgruppe liegt. Ich sitze der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag vor. Der eine oder andere mag davon gehört haben, der andere andere nicht. Es ist beides völlig in Ordnung. Also man darf auch nicht wissen, wer ich bin. Das ist kein Problem. Wir haben uns mal Gedanken gemacht darüber, dass ganz offensichtlich es vielen jungen Leuten schwerfällt, in die alten Wege wie Politik in Sachsen oder in der Stadt Leipzig oder Dresden oder anderen Städten oder auch auf der Bundesebene in Berlin gemacht wird, dass einfach keine Art und Weise ist, wie junge Leute gerne Politik machen wollen. Jedenfalls kommt uns das so vor. Das wollen wir heute mit Ihnen besprechen und haben dabei zwei Ziele. Das eine ist, dass wir ein bisschen was von Ihnen darüber lernen, welche Schwerpunkte man setzen müsste in der sächsischen Landespolitik, damit Ihre Bedürfnisse besser abgespiegelt werden. Und ich muss immer die älteren Herren durchsetzen, was die für richtig halten. Und ich kenne ja die großen Sprüche immer aus den Ausschüssen, wenn es darum geht, mehr für die Jungen zu machen. Da ist immer jemand Älteres dabei, der meint, ist, ja, da machen wir noch einen Fußballplatz, da haben die Männer was zu tun, da ist das genug Sport und Jugendarbeit. Also auf dem Niveau kann sich so eine Diskussion bewegen und das kann man ja besser machen, meiner Meinung nach. Und die andere Seite ist, wir haben also auch Interesse daran, das zum Beispiel zu gucken, ob das in unserem Landtagswahlprogramm eine Rolle spielt oder in der Politik der Landtagsfraktion im Sächsischen Landtag, ob das Themen sind, die wir aufgreifen können und wie wir das am besten machen. Und wir bieten dafür zum Austausch etwas an. Wir bieten an, dass Sie bei uns in Workshops lernen können, wie man sich einmischt, wie man das gezielt macht und wie man das so hinkriegt, dass am Ende was rauskommt. Und Sie können das vielleicht irgendwann mal in Ihrem Lebensweg benutzen. Das kann man auch im Kleinen benutzen, muss man nicht immer gleich im Bundestag einziehen wollen. Das kann man auch auf Stadtebene probieren oder im Verein. Jedenfalls, wie macht man das, wie organisiert man ein Thema, wie organisiert man Mehrheiten, wie kriegt man das gebacken und wie ist man damit erfolgreich. Ich hoffe, dass das auf Ihr Interesse stößt und dass es etwas ist, was Sie gerne lernen möchten. Wenn man sich mal anguckt, wie die Situation inzwischen, eigentlich nicht nur in Sachsen, aber ich beziehe mich mal auf unsere Heimat, ist, dann merkt man eigentlich, dass die Nachwendegeneration, die jetzt so zur Zeit der Wende zwischen 30 und 50 gewesen ist, sag ich mal, jetzt ihr Ding abgeliefert hat. Die haben jetzt 20 Jahre Aufbau Ost gemacht hier in Sachsen und das kreative Potenzial ist erschöpft. Und das meiste, was am meisten gemacht haben, ist, einen strikten Wirtschaftskurs zu fahren. Das hat für und wieder, das will ich gar nicht bestreiten, es ist auch nicht schlecht, ein bisschen Geld im Land ist. Aber meiner Meinung nach und meiner Beobachtung nach, und ich habe jetzt 4 Jahre im Landtag das mir genauer angucken können, haben die Herren von der CDU Schwächen im Bereich Gesellschaft und im Bereich Umwelt. Das können die nicht. Das liegt vielleicht daran, dass sie nur unter sich diskutieren, das ist eine Frage, die man mal immer nachgehen muss. Ich bin mir auch nicht immer so sicher, wie das in den Nachwuchsorganisationen der anderen Parteien aussieht und ob da zum Beispiel junge Leute ganz massiv Gesellschaftsprobleme und Umweltprobleme thematisieren. Das ist manchmal einzeln der Fall, aber so flächendeckend wäre es vielleicht mal dran. Ich glaube, dass wir an so einer Wendesituation stehen, die nicht ganz so auffällig ist wie damals 1989, aber wir haben im Prinzip jetzt wieder neue Prioritäten zu setzen. Das, was jetzt 20 Jahre im Allgemeinen hier für gut und richtig befunden wurde, ist meiner Meinung nach an ein gewisses Ende gelangt erstmal, als Priorität, als das Wichtigste. Und jetzt kommen andere Prioritäten. Und da spielen Sie eine entscheidende Rolle. Sie sind eigentlich die Leute, von denen wir erwarten, dass Sie mal auf Level 2 oder 3 spielen. Ja? Dass Sie sozusagen mal die untere Ebene verlassen und eins höher gehen. Und eins höher wäre, die Gesellschaft wieder ein bisschen miteinander auszusöhnen, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Da gehören Fragen wie Toleranz ganz massiv rein. Da gehört im Prinzip rein, dass diese Ungerechtigkeit, die zurzeit existiert, dass die jüngere Generation ganz wenig Ressourcen abkriegt, um ihre eigene Zukunft aufzubauen. Das betrifft die Bildungs- und Ausbildungsfrage genauso wie die Frage in der Freizeit. Ja, und die Haltekraft der Heimat für sie oder ob es woanders besser für sie ist. Da wird eine große Ungerechtigkeitslücke. Das liegt vielleicht daran, dass die nach der Wende gerade erwachsen waren, gedacht haben, jetzt müssen wir erstmal alles neu machen. Und da haben die gar nicht so ein bisschen vorausschauend gedacht. Ja? Aber jetzt sind wir ja 20 Jahre weiter. Die erste Panik ist hoffentlich verflogen bei jedem nach der Wende. Und man könnte ja mal gucken, was ist denn jetzt vorausschauende Politik? Und die hat ganz viel damit zu tun, dass sie wirklich die bestmögliche Förderung bekommen. Und zwar nicht allgemein und wir machen da was für die Jugend, sondern sehr konkret, in sehr konkreten Fragen. Und das betrifft zum Beispiel die Schulfragen, das betrifft aber auch die Fragen der Beratung, der Betreuung. Jeder kommt mal in eine schwierige Situation. Der eine hat Liebeskummer, dem anderen ist der Hamster gestorben und der dritte findet irgendwie keinen Freund. Also es gibt immer viele Möglichkeiten, was einen quält und plagt. Manche haben auch richtige Zukunftsängste, weil sie denken, sie kriegen keine Ausbildungsstelle oder wissen nicht, wie es weitergehen soll.
Und wir brauchen alle da ein bisschen Beratung und Unterstützung. Das ist übrigens auch im Erwachsenenalter so, denken Sie gar nicht, ab 18 hätten Sie keine Beratung mehr nötig. Und das heißt aber aus dieser Erfahrung heraus, dass wir zum Beispiel in der Politik dafür sorgen müssen, dass Sie viel mehr Möglichkeiten haben, sich Rat zu suchen, damit Sie selber in der Lage sind, die Dinge für sich so zu ordnen, wie Sie sie gerne hätten. Das Problem, das man ja oft hat, so bin ich damals in die Politik auch gekommen, weil ich immer dachte, es kann nicht sein, dass die ständig bestimmen, wie es mir gehen soll, ist eigentlich, dass es zu wenig Möglichkeiten gibt, sein eigenes Leben richtig in die eigene Hand zu nehmen. Glaube ich jedenfalls in der Wahrnehmung. Ich will sie gar nicht bemuttern oder der Staat soll sie auch nicht bevatern. Das finde ich alles albern. Der Punkt ist, wir haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben so zu gestalten und in Angriff zu nehmen, wie Sie glauben, dass Sie das für sich haben wollen, dass Sie da Zufriedenheit, vielleicht sogar Glück erreichen können. Ich finde, die Politik muss dieses Ziel mit verfolgen. Und das tut sie viel zu selten. Das spielt auch ein bisschen da rein, in die erste Frage, die ich aufgeworfen habe, wie muss Politik sein, damit Sie Interesse daran haben, sich da einzumischen und damit zu gestalten und mitzumachen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie sich der Politik anpassen, wie die Politik jetzt ist. Das kann sehr erschöpfend sein, da braucht man Marathonqualitäten. Und es ist vielleicht eben nicht die Art und Weise, wie Sie Politik machen. Wir kriegen aus der Jugendstudie und anderen Quellen immer zur Information, ja, junge Leute wollten lieber mal zeitlich befristet an einem Projekt arbeiten, das soll dann auch gelingen und dann machen die wieder was anderes und so. Wenn das die Art und Weise ist, wie Sie Politik machen wollen, finde ich, muss die Politik sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Und die Frage, die wir jetzt die nächsten zwei Tage zusammen erörtern wollen, ist, was muss man in der Politik denn anders machen, damit diese Art des Arbeitens zu den Ergebnissen führt, die diese Art des Arbeitens auch verdient hat. Und das finde ich ein sehr lohnenswertes Projekt. Deswegen haben wir uns alle, Sie werden noch andere Vertreter der Fraktion Bündnis 90 Grüne in den Workshops kennenlernen, deswegen haben wir uns alle Zeit genommen, um genau das mit Ihnen zu besprechen. Vielleicht ist es ja auch so, dass auf Ihre Generation der Auftrag zukommt, in unserer Gesellschaft eine Art neue Bürgerbewegung anzuleiern und die hat was damit zu tun, dass viel mehr selbst und vor Ort entschieden werden kann. Dass zum Beispiel eben die Städte und Kommunen selber entscheiden, ob sie erneuerbare Energien machen wollen und nicht warten, ob die Autokonzerne das Konjunkturpaket der Ministerin oder der Bundeskanzlerin durchschlagen. Und vielleicht hat auch was damit zu tun, welche Bildungschancen vor Ort existieren sollen, welche Beratungsmöglichkeiten existieren sollen, wie es den Frauen in der Gesellschaft gehen soll. Es gibt ganz viele Fragestellungen, von denen ich glaube, dass die Politik so, wie sie jetzt ist, sie nicht gut bewältigen wird. Und da sind Ihre Ideen natürlich auch gefragt, denn wir haben... Ich spüre auch eine Unzufriedenheit in diesen Fällen, das habe ich Ihnen ja gerade deutlich gemacht. Vielleicht sind wir in Zukunft sogar Verbündete, das wird sich erweisen. Aber auf jeden Fall wünsche ich uns allen einen schönen Verlauf dieser Veranstaltung. Ich hoffe, dass Ihr Interesse hier auch befriedigt wird und Sie was mit nach Hause nehmen und nicht sagen, schade, das Wochenende. Und wir hoffen für uns dasselbe. Vielen Dank.